Da wären wir im Emirates Stadium, Barclays, Premier League. Ah, was für eine brutale Woche, ne? Drei Spiele innerhalb so kurzer Zeit, also da ist echt die Hölle los hier. Gucken wir mal, wir haben uns gut gehalten, einen Punkt haben wir aus Everton rausgeholt. Jetzt wird es natürlich ungleich schwieriger hier gegen Arsenal London. Die haben es richtig in sich, nach wie vor. Aber ich bin froh, dass ich jetzt vier Punkte aus zwei Spielen geholt habe und das auf Weltklasse. Und nun gucken wir mal, ob wir ein bisschen Glück haben hier gegen Arsenal, die aber wahrscheinlich uns jetzt hier ein bisschen einfahren werden. Dem werden nicht solche... ja, Fehler passieren, oder was heißt Fehler, die werden ihre Chancen noch besser nutzen, möchte ich mal sagen. Harter Kader, Podolski ist da, sind alle da eigentlich, die man so kennt. Unsere Mannschaft kennt ihr auch, also beschleunigen wir es ein bisschen, gucken uns mal die Kader an. Das ist die Tabelle noch, 47 Punkte ist in Ordnung, Spurs hat 52, Arsenal ist hinter uns, oh, 10 Punkte hinter uns. Aber dann geht es denen doch nicht so gut, Walcott ist da, Cazorla, Giroud, Walcott, Ramsey, Wilshere, Monreal, Koscielny, okay, alles klar. Vielleicht ist ja was drin. Vielleicht ist ja was drin. Also, ich mach's wieder defensiv, wie ihr es kennt. Also, ja gut, so defensiv spiele ich ja auch selten. Versuche einfach mal hier so ein bisschen, Sehr gut, genau so macht man das. Die Anspielpositionen zustellen und dann geht Benteke schon mal gleich alleine. Und dann schießt er. Und dann ist unten noch einer, aber der kriegt den Ball nicht über die Linie gedrückt. Oh, starke Aktion. Wenn man ein bisschen abgeklärter wäre, ne? Dann würde man solche Dinger reinmachen. Das war eine Riesenchance. Schade. Oh. Da habe ich geträumt. Ich muss auch schon entgegenlaufen, den Ball, und mitköpfen. Ansonsten wird es zu einfach. Fehler. Und zurück. Und die Anspielposition zustellen. Da muss er sich bewegen. Jo, hier, da kannst du nicht. Genau so. So kann man sie zu Fehler locken. So, der hat jetzt keine, der könnte sogar abziehen. Da muss ich aufpassen. Super. Given ist da. Oh, der ist auch bedrängt hier. Vorsicht. Warum retten der jetzt da oben wie so ein Gestörter? Was ist mit ihm denn? Da quatschen sie gerade über Arsene Wenger. Ist ja interessant. Super, jetzt ist aber auch mal, wie die hier drin stehen. Wie alles zugestellt. Das ist traurig. Warum ist denn der auf dem Platz? Den habe ich doch ausgewechselt eigentlich, oder? Habe ich den nicht rausgenommen? Der war doch müde. Oh, komm schon. Die Anspielpositionen zustellen, dann klappt das auch. Sehr gut, geklärt. Oh, da ist gar keiner. Scheiße. Ich dachte, der wäre mein Flügelmann, der war da. Aber da war so was eingerückt, der Traoré. Oh, stark. Oh, Gott sei Dank träumt er. Oh, was ein Glück. So, Baker. Heute mal drin. Oh, gut gemacht. Ich weiß, es war nicht so gewollt, aber... ja, ich krieg auch die Pässe da nicht rein. Die stehen wieder so gut. Ich bin halt echt auf Konter angewiesen mit Arsenal vom Feinsten. Fast nur Konter. Oh, komm schon. Anspielpositionen zu... kommt er da durch? Nee. Jetzt vielleicht... oh, lauf doch weiter, Mann, Traoré, du Lappen. Oh, ist das ein Stift. Echt ohne Scheiß. Das ist ein Vollidiot. Ich hasse das, wenn die nicht die Übersicht haben und einfach weiterlaufen, wenn die nicht sehen, dass da eine Möglichkeit ist. Vorsicht. Super. Jetzt ist keiner da, der dann zustellt. Ich muss hier einfach die Anspielposition zumachen. Hier. Super, genau. Scheiße, Fehlpass. Das ist saugefährlich jetzt. Sau gefährlich. Du kommst da nicht ran, ne? Wenn die mal Gas geben. Gibt sogar noch Foul, wenn ich rankomme jetzt am Ball. Nee, doch nicht. Alles klar. Zu Ende gelaufen, der Vorteil. Guck mal, man kommt nicht ran. Mit normalem Verteidigungsverhalten kommst du nicht ran. Du musst wirklich schauen, dass du... jetzt! Jetzt! Ah, das ist einer. Schade, ne? Aber Pass war gut. Der wäre angekommen. Aber war halt einer zwischendrin. Was willst du machen? Das war jetzt gut. So, Delf. Gut. Die drücken gerade. Ihr seht ja, ne? Wenn die so früh angreifen oder direkt drauf gehen, dann drücken sie meistens. So, lauf mal da.
souverän, der den Ball abnimmt. So, hinterher da, los. Super. Da wollten sie jetzt... Ach, und wieder weg die Pille. Das ist echt schwer. Also, Arsenal ist echt schwer. Und gar nicht, warum die so weit hinten liegen in der Tabelle. Ich brauche heute mal einen guten Konter, aber die sind hier schnell. Also antizipieren kannst du hier komplett vergessen, weil die immer dann anders reagieren. Jetzt vielleicht mal Agbonlahor, ist der schneller. Oh, oh, der Dampf. Aber dann im Dribbling, ne? Foul. Nee, nicht mal. Scheiße. Hier wird's gefährlich. Vorsicht, komm, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. Gut. Noch nicht weg. Super. Kriege ich nochmal eine Chance oder war es das jetzt hier? Ich bin echt auf Konter angewiesen, wie so ein Gestörter. So, Vorsicht. Der geht. Der geht durch. Weg, Jungs. Oh, Gottes Willen. Uiuiui. Okay. Heidewitzka, also das ist echt schwierig. Aber wieder 0-0, ne? So richtig pralle. Waren die letzten Spiele alle nicht. Da waren, haben wir nur ein Tor gesehen, glaube ich, ne? Seit gefühlten 180 Minuten oder noch mehr, ne? Also gar nicht so England-like, wie man das kennt. Komm schon jetzt. Oh. Zustellen hier, komm schon, zustellen. Hier, auf. Und ablaufen. Mach die Räume zu. Oh, oh. Kriegst du nicht weg. Kriegst du nicht vom Ball getrennt. Jetzt. Glück dann aber nur eigentlich, ne? Also wenn man den Ball noch kriegt, kurz vor Schluss, das ist Glück. Was mache ich denn jetzt? Bin so ein bisschen ratlos gerade. Guck mal, wie der hier wieder mit hinterher sprintet. Ist er nicht bald müde? Ah, zu weit wollte ich gar nicht so weit. Krieg ich nochmal eine Flanke rein? Oh ne, da kommt er schon wieder. Scheiße. Na, was jetzt? Super. Jetzt. Oh, könnte noch mal schneller sein, ne? Oder? Oh, das ist Mäusemelken, ich sag's euch. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Mittel, wie man dagegen... Oh Gott, geht das wieder los. Sehr gut. So, mal durch die Mitte hier. Ah, und dann so ein Fehlpass, weil ihm der Ball verspringt. Uiuiui. Wow, wow. Glück. So, jetzt. Jetzt, aber jetzt ist der Konter da. Jetzt muss er oben. Warum läuft er denn da oben nicht weiter? Ich raff es nicht. Mir ist das... Oh, ist das zum Kotzen. Du spielst hier so eine übelst lange Zeit und dann... Weil sie da nicht rankommen. Oh, ist das nicht zu fassen. Warum hat er denn stehen? Hat er Angst vor Abseits oder was? Er hätte mal mitlaufen können. Dann wäre er halt kurz im Abseits gewesen. Oh, Gottes Willen, ey. Ich... Oh, jetzt den Ball. Ja, leck mich auch am Arsch. Mann, Mann, Mann. Ich hab's nicht. Das zum Kotzen. Gib her. Wow. Oh, hab ich ein Schwein. Ich wäre sogar in der richtigen Ecke gewesen, ne? Habt ihr gesehen? Ich war sogar in der richtigen Ecke. So, jetzt. Sie sind doch so weit aufgerückt. Da muss ich doch was machen lassen. Ja, hat er den Ball. Ja, hat er den Ball.
So. Und Schuss. Oh. Da geht was. Man muss doch ein bisschen ab und zu weit nach hinten. So, Ecke. Abstoß, scheiße. Heidewitzka, ich sag's euch. Oh! Es gibt keinen... Warum krieg ich denn keinen Freistoß? Wie er den umgemäht hat. Oh, Gottes Willen. Boah. Das Spiel, oder Leute? Der Hammer, der Hammer. Jetzt habe ich doch gut gespielt. Das müsste doch reichen. Oh, jetzt ist er müde da vorne. Läuft er nicht mehr. Komm, nehmen wir den Ball jetzt ab. Nimm den. Oh Gott, du kommst da nicht ran. Nur am Hinterherlaufen. Jetzt. Auch nicht ganz. Er geht ab. Kommt sogar noch ran, oder? Nee. Gottes Willen. Die wechseln immer zu aus. Ich wechsle gar nicht aus. Eigentlich müsste ich aber mal auswechseln. Ich bringe ihn mal jetzt kurz vor Schluss. The Man of Man. So. Und The Y-Man. Und The Guzan. Ne, den Guzan bringe ich nicht. Das war's. Mehr sind nicht fit. Gardner vielleicht noch fit. Für Traoré. So. So, drei Einwechslungen auf einen Schlag. Vielleicht bringt's ja was. Ich komme nicht drauf klar. Übel. So, los. Das ist Wijnaldum, da ist er schon. Jorginho. Ab nach vorne mit dir, Jorginho. Ab nach vorne mit dir. Ja. Ja. Oh, was ein geiler Fehler, aber dann... nichts draus gemacht, ne? Komm, ein bisschen offensiv. Ja, komm. Komm, ein bisschen offensiv. Das ist All Brighton. Der ist auch noch frisch. Das ist... nix ist das. So kann man auch nicht spielen. So kriegst du auch gar nichts. Gut, kein Foul. Wieder 0-0. Das gibt's doch nicht. Was für Gammelspiele. Meine Fresse. Wir sehen uns. Dann gucken wir mal kurz rein hier. Das war ja wieder übel, ey. Oh, Gottes Willen. Aber Glück. Ich war auch ein Glück. Ich meine, eigentlich hätte ich hier verlieren dürfen. Oder müssen vielleicht sogar, ne? Man weiß es nicht. 28 Spiele schon gelaufen, also viel ist nicht mehr. Nächstes Spiel ist gegen Reading, ne? Gegen Reading, das muss besser laufen. Also, wir sehen uns gleich wieder im nächsten Spiel, liebe Leute. Bis dahin, ciao, ciao.